Hallo Leute, mein Name ist ein Shirin David und ich habe heute einen besonderen Gast bei mir. Dima Kolowski, hallo! Und wir zeigen euch heute 5 Arten davon, wie deutsche Eltern sich benehmen versus ausländische Eltern. Viel Spaß damit! Yep. Hallo Party! Hi! Ja, meine Tochter zu sehen freut mich doch immer! Kati, ich muss dir etwas mitteilen über meine schulischen Leistungen. Ja. Denn ich muss dir leider mitteilen, dass ich habe heute eine sehr schlechte Zensur erhalten. Eine schlechte Zensur? Das ist doch nichts Schlimmes. Also, es ist eine 5. Eine 5? Ja. Ja gut, jeder hat schon mal eine 5 bekommen in seinem Leben. Auch ich hatte mal eine 5. Die ist locker. Kati, ich habe in 6 Fächern eine 5. In was? Du hast in 6 Fächern eine 5? Manometer, das hab nicht mal ich geschafft. Aber gut, also nicht irgendwie was vor, so irgendwie. Ich wollte dir doch von meiner Schule erzählen. Nee, ist auch so cool, aber ich meine, schönes Wetter draußen, ein bisschen spielen, eine Pizza essen, hier. Nimm doch ein bisschen Geld und geh ins Kino mit deinen Freunden. Ich muss hier noch ein paar Briefe aufmachen, ja? Danke, Fatih. Ach, ist das schön, Kinder zu haben. Ach, hi, Mann. Wie war Schule? Die Schule war heute nicht so gut. Heute gab es leider keine 1 plus. Was heißt nicht so gut? Was heißt keine 1? Ja, heute habe ich leider nur eine 2 bekommen. Dimitri, das tut weh. Warte, ich zeig dir mein Hemd. Also, das ist auch keine richtige 2 leider. Das ist halt eher so eine 2 minus. Es gibt auch schlechtere Noten. Das ist eine Schande. Aber deutsche Kinder bekommen 3 und 4 und 5. Ich interessiere mich nicht für deine deutschen Kinder aus deiner deutschen Klasse. Du bist mein russischer Sohn. Hat dein Opa eine 2 minus geschrieben? Nein, aber es ist nicht aus. Denkst du, dein Opa hat eine 2 minus? Nein, auch nicht. Denkst du, dein Bäcker hat eine 2 minus? Nicht mal der? Das ist eine Schande für meine Familie. Du kriegst 2 Wochen keine Pirmenie, keine Pläne. Raus mit dir, ich will, dass du schämen gehst. Was soll ich tun wegen meinem Job im russischen Nagelstudio? Ich bin eine Schande, pizdets nachher. Ja. Sag mal, wie findest du mein neues Outfit? Ist gut? Ja, ist jackig. Kann man machen, oder? Meinst du, den Boys wird das gefallen? Bestimmt wird es den Boys gefallen, aber so kannst du nicht rausgehen. Es ist doch kalt draußen, Mensch. Du musst doch mal eine Jacke drüber anziehen, wenigstens. Okay. Ach mal, komm, ich geb dir meine. So, ziehst die noch drüber, damit du nicht frierst. Papa, du bist so gut zu mir. Ja, ich bin der Beste. Hier nimmst die noch mit für die Jungs und so. Papa, ich bin erst 15. Ja, ja, 15. Komm, viel Spaß, ne? Wir sehen uns morgen, oder? Du kommst doch erst morgen, ne? Ja, viel Spaß, ciao. Hallo, doch, твою мать, was passiert, diese Scheißerei? Was ist das? Ist da Klamotte, willst du so rausgehen? Papa, das ist jetzt voll in. Sandy und Mandy laufen auch genauso rum. Ich kann nicht uncool sein. Mir egal, was Mandy Sandy mit diesem Körper verkaufen willst du? Dieser Körper wird nicht verkauft, weil kommt von meinem Blut. Oh, Papa, komm schon. Nein, komm schon. Diese, ich lasse dich zu. Doch, ich gehe jetzt so raus. Du gehst nicht so raus, sonst mache ich... Du bist so altmodisch, du übertreibst total. Nein, du siehst dir was drüber, hab ich gesagt. Schau dir mein Auge. Zufrieden? Besser so? Dein Ernst? Ich komme. Tochter, warum schreist du denn so? Papa, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Möchtest du, dass ich graue Haare bekomme? Ich bin 21, ich krieg bald graue Haare. Hör mir zu! Hör mir zu! Ja, ist ja gut. Okay, ich habe gerade meine Klamotten gezählt, okay? Ja. Ich habe 523 Oberteile, oh. 337 Paar Schuhe. Ach, du willst sagen, dass du gut in Mathe bist? Ah. Und ich habe nur 800 Jeans. Das ist eine Katastrophe. Aber das sind ja insgesamt ganz schön viele Klamotten. Papa, oder? Bitte. Gute Saison abgelaufen. Sowieso Louis V ist auch schon längst Dein raus. Der Schrank ist voll mit dem Zeug. Papa, bitte. Was soll ich denn machen? Ich bin ja, so Wenn verzeugt. Du schon so fragst, dann gehen wir halt morgen einkaufen. Was willst du haben? Gucci, Armani. Papa, ich möchte den ganzen Tag einkaufen mit meinen Freundinnen. Jetzt ganz alleine ohne dich. Okay, das lässt sich einrichten. Gut. Okay, danke. Kannst jetzt gehen? Papa! Ja, Papa! Doch,
Tochter, ja, oh, Tochter. Papa, ich brauche neue Sachen. Guck mal, das ist so out und das ist echt. Wieder out. Das hat deine Opa getragen. Diese ist nie out. Die ist immer in die. Du hast eine Creme haben diese. Du hast eine Jacke, die gute Farbe diese. Haben Socke kannst du tragen. Haben Handtuch. Papa, diese. Das ist doch nicht stylisch. Die Leute lachen mich aus. Na, die Leute blöd, diese alle Leute blöd. Die wissen, war Schönheit schätzen von meiner Tochter. Du brauchst nicht Klamotten, brauch einfach Herz diese. Papa, ich sehe aus wie ein Müllsack. Herz ist besser als Sack. Papa, aber man muss auch ein bisschen sich wohlfühlen. Ich fühle mich nicht gut. Ja, okay, dann hier. Dann schenken dir meine Sache. Mehr habe ich diese. Kann ich schenken. Und ist auch gut. Schwarz immer, schwarz Mode oder nicht diese jetzt. So, mal gucken, was hier weggeschmissen wird. Was? Wer schmeißt denn sowas weg? Das kann man als Butterdose für Kinder machen. Hallo, Papa. Hallo, Tochter. Wie ist das? Papa, das ist mein Freund Tim. Nee, ist Lappen. Wie viel verdienen Lappen? Er geht in meine Parallelklasse. Er verdient nichts. Er geht zur Schule. Eine Lappen, die nichts verdient? Raus mit Lappen! Wie als ob ich sowas hier zu gebrauchen habe in meinem Haus. Oh, Toilettenpapier, da ist doch noch was dran. Oh, da kriege ich ja vom Thorsten noch 10 Cent wieder und vom Martin 5. Hallo Vater. Hi Tochter, ha, Schatz, wie geht's? Hi Papa. Wer ist das? Das ist mein Freund, das ist Jeff. Cool und... Ich weiß nicht. Du, dein Freund, als ob du einen Freund hast. Ne, ernst jetzt, ist das da, also... Ja, ich weiß, er sieht ein bisschen böse aus. Er war nur 5 Jahre im Knast. Die Drogen hat er auch abgelegt und diese Anzeige des Triebtäters auch schon. Du nimmst Drogen, Respekt, Kollege. Ey, Drogen sind cool, ja, peace und so. Nee, ist alles cool. Also der sieht vertrauenswürdig aus, könnte hochgehen oder ja? Spaß haben. Aber sei mal nicht zu laut, ne? Okay, 30 Cent vom Carsten noch. Mama? Tja. Ja, also ich langsam wird Zeit, mich auszuziehen, habe ich mir überlegt. Deswegen habe ich nach Wohnung geschaut. Was für Wohnung gehen? Ja, du weißt schon, ich muss meine eigene Familie gründen. Du bleibst hier bei mir. Ich mache gut. Wenn du hast Kaki-Schmerzen, ich mache gut weg. Ja, aber ich bin ja langsam erwachsen und ich bin ja selbstständig und muss weiter gucken, dass ich halt auch mein eigenes Leben. Nein, Tja! Wer soll meine Einkäufe tragen, wer soll mich helfen, du musst gleich Bori Bori anmachen. Ja, was mit Papa? Papa macht das alles. Ich bin schon 30 Jahre alt, ich kann doch nicht mit 30 immer noch bei meiner Mutter leben. Was denken die anderen? Dimitri, du bleibst so lange, wie ich dich hier brauche, bei mir, damit ich kann aufpassen auf dich. Mann. Damit ich kann, wenn du Gesundheit hast, krank sein. Du hast mir schon mit, nein, Dimitri, mit 18 gesagt. Dimitri, Tja, geh in deinen Raum spielen, lass mich in Ruhe und geh das hier anbohren. Hopp, hoppa! Als ob ich mit Opa! 30 spielen gehe. Mann. Dieser Junge, hä? Ganz dieser Vater. Boah, cool, neue Caps. Wow, die so, wollte ich auch schon immer haben. Ja. Weißt du, wo diese Caps besonders gut stehen werden? Ja. In deinem neuen Zuhause. Wow, ich habe auch eine Karte bekommen. Und diese Karte ist wunderschön und passt auch gut auf dein neues Regal. Ja, Regal. In deinem neuen Zuhause. iTunes, cool. Sohnemann, es wird langsam Zeit. Oh, du wirst jetzt 17, dann wirst du 18, dann ist 19 und bald ist auch schon das 20. Lebensjahr. Was weißt du? Was es wird an der Zeit, dass die Raupe ihre Flügel entfaltet und zum Schmetterling wird. Welche Raupe? Welche Schmetterling? Was flieg, Sohnemann. Warum schmeißt du meine Sachen weg? Flieg. In dein neues Zuhause. Mein Zuhause? Ich bin genau, ja 16. Ich helfe. Mutter, ja, ich bin, genau, ich will nicht ausziehen. Es Mutter, wird Zeit, selbstständig zu werden. Ich will länger bei... Komm. Nein, du kümmerst dich. Du wirst nur deine Karte für deinen Sohn. Flieg hinaus, Sohnemann. Flieg. Ich bin voll selbstständig. Flieg hinaus! So Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zusehen wie wir beim Drehen. Und wenn ihr die anderen 5 Arten sehen wollt, wie Eltern sich verhalten, dann schaut doch einfach mal auf Dimas Kanal vorbei. Ich verlinke euch das hier. Und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Bock habt auf mehr Videos mit dir, mit Rhea, dann hinterlasst ihr mir einen Daumen hoch mit meinem abgebrochenen Fingernagel. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.